6,5 Stück Zucker in diesem kleinen Beutel. Das ist vergleichbar mit Coca-Cola. Und es wird ausdrücklich an Kindern beworben. Mit perfidem Schulmarketing, Unterrichtsmaterialien, Sportsponsoring. Das ist ganz schlimmes Kindermarketing. Also stimmt ab! Mindestens 8 Stück Zucker sind da drin. Und dann ist das Ganze auch noch zuckersüß verpackt im Herzchenbecher. Und dieses Blubberspektakel im Mund, das ist einfach unfassbar. Ehrmann sagt, es ist doch okay, den lieben Kleinen ab und zu mal was Besonderes aufzutischen. Besonders viel Zucker, ist schon klar. Mein Favorit für die Wahl zum goldenen Windbeutel ist jedenfalls Monsterbacke-Knister von Ehrmann. Fanny Frisch hat sich extra eine Selbstverpflichtung auferlegt, keine Werbung für unausgewogene Lebensmittel an Kinder zu richten. Nur für ein Produkt soll es eine Ausnahme geben. Pombeer-Kartoffelchips, die sind fettiger und salziger als Pommes frites von McDonald's. Trotzdem findet Fanny Frisch es völlig okay, das direkt an Kinder zu vermarkten. Das ist schon ganz schön dreist und verlogen. Frühstücksflocken, die könnten ja so gesund sein. Aber diese Kosmos-Stars hier von Nestle, die enthalten 25% Zucker. Das muss man sich mal vorstellen. Die sind genauso süß wie Butterkekse. Aber der Herr Bersenbrücke, das ist der Chef von Nestle, der sagt, seine Frühstücksflocken, die seien keine Süßigkeiten. Herr Bersenbrücke, das ist eine ganz schlimme Verbrauchertäuschung. Damit tragen Sie zu der Gefahr steigenden Übergewichts von Kindern bei. Sie sollten sich schämen. Sie haben den goldenen Windbeutel für diese Frühstücksflocken wahrlich verdient. Ich möchte, dass Paula von Dr. Oetker den goldenen Windbeutel gewinnt, weil ich gerade als Mutter es unmöglich finde, dass auf sämtlichen Kanälen an Kinder dafür geworben wird, dass sie diesen Pudding essen, im Internet, auf dem iPhone, über Merchandise-Produkte. Und ich möchte einfach, dass das aufhört.